ob ich da noch reinpasse. Es war ja vor Liams Geburt. Ich weiß nicht, was meint ihr? Passe ich noch rein? Gott, das ist so schwer. Es gibt ja bekanntlich kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung. Meine Lieben, hello, hello. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Hier ist das absolute Chaos ausgebrochen. Ich bin dabei, gerade alles aufzuräumen und klar Schiff zu machen. Ich nehme euch wieder eine Runde mit hier in diesem Vlog, denn ich fahre später, nachdem ich hier alles aufgeräumt habe, nach Berlin zu einem Event und ich dachte, es könnte vielleicht ganz interessant für euch sein. Mich fragen immer ganz viele, wie das denn so abläuft. Es sind ein paar interessante Firmen dabei, keine Sorge, keine bezahlte Werbung. Ich werde natürlich den Liam mitnehmen, wie immer. Der klebt immer an mir dran und ist auch völlig in Ordnung. Und ich werde auch dort schlafen, weil Berlin ist schon auch echt weit von uns entfernt. Jetzt mache ich hier aber erstmal klar Schiff. Und ich würde sagen, ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Und ich habe jetzt bestimmt ganz viel Spaß, hier dieses Chaos zu beseitigen. Also, let's go! Jetzt war noch der Postbote da. Oh mein Gott, kennt ihr diese Briefe? Keine Sorge, ist nichts Schlimmes. Ist Max sein Prüfungstermin. Und oh mein Gott, das machen wir jetzt mal zusammen auf. Das klingelt aber gerade, ne? So. Und ich muss noch das von der Schule das schon anreichen. Okay. Ja, haben Sie dir das Datum jetzt quasi geändert? Weil du hattest doch ein anderes Datum. Nein, ich hatte, die haben mir schon gesagt, dass ich am 21.03. meine schriftliche habe. Das hat schon gepasst. Okay. Ich wollte jetzt eigentlich nur noch wissen, wann meine mündliche ist. Okay, alles klar. Und die ist halt später als gedacht. Ja, gut. Kann man nichts machen. Noch. Doch. Anrufen? Ja, dann ruf du an und sag hallo. Ich möchte früher Prüfung machen. Ich würde gerne hier Sonderbehandlung. Ja, Sonderbehandlung, genau. Du kriegst die Sonderbehandlung. Ich komme aus Bayern. Ja, genau. Einen kleinen, aber feinen Unterschied erkennen. Ich sauge jetzt noch schnell durch und wische die Böden. Übrigens, ich könnte niemals die Böden barfuß wischen. Wie geht's euch damit? Also ich sehe das immer wieder mal bei Insta und denke, oh mein Gott, aber also, ne, ich respektiere und akzeptiere immer die Meinung anderer oder wie jemand anders das eben Dinge macht, aber ich könnte es nicht. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Oder habe nur ich diesen Tick. Naja, wie auch immer, ich muss mich jetzt beeilen. Ne? Weil der Zug, der wartet nicht auf mich. Gas! Da bin ich wieder. Der Max hat sich ein bisschen geärgert über seinen Prüfungstermin und ich hatte es ja vorhin schon gesagt, ne? Normalerweise, wenn solche Umschläge kommen, bedeutet das nichts Gutes, ist von der Regierung, aber da war jetzt, wie gesagt, der Prüfungstermin von Max und jetzt wollte ich ja hier noch mein Paket mit euch öffnen. Ich habe schon reingespitzt, ich bin ehrlich und oh mein Gott, ich bin so begeistert. Die haben im Moment auch ein mega Angebot.
Dalfilo nennt sich die Firma, Dalfilo. Filo heißt ja Faden auf Italienisch, ist auch ja, hier eine italienische Marke. Also es wird in Italien produziert, ist Handarbeit, also eine richtig krasse Manufaktur. Und die Qualität ist wirklich der absolute Wahnsinn. Ich möchte unbedingt mal nach Firenze und ja, zu dieser Firma. Und zwar geht es hier um Bettwäsche. Die könnt ihr euch übrigens auch personalisieren lassen. Der Wahnsinn. Hier habe ich zum Beispiel ein Handtuch bestellt für meine Schwester hier mit dem Namen meiner kleinen Nichte. Die Farbe des Garns könnt ihr euch auch aussuchen. Und wie gesagt, wenn ihr euch dann schön hier die Bettwäsche personalisieren lasst, ein Traum. Ich verlinke euch das sehr, sehr gerne mal unten in der Infobox. Oh mein Gott, ist das weich. Richtig, richtig toll. Und die haben übrigens auch verschiedene Größen der Bezüge für die Decke und für das Kissen. Und es gibt auch aus Merino-Wolle, habe ich gesehen, richtig schöne Decken. Außerdem gibt es auch ganz viele Sachen für Kinder. Also ganz, ganz toll, deren Sortiment. Oh mein Gott, ich werde ja, mit dem Rabattcode, den sie mir zur Verfügung gestellt haben, selbst auch noch Produkte bestellen. Rossella nennt sich der Code übrigens. Oh mein Gott, ist das ein Traum. Hilfe, das muss ich euch zeigen. Das kommt jetzt direkt in die Wäsche. Und wenn ich zurückkomme, habe ich dann richtig schönen Bezug fürs Bett. Wie im Hotel, ne? Ganz vergessen dazu zu sagen, ist, wie ich finde, auch eine wichtige Info. Ihr habt 60 Probenächte. Also wo gibt es denn sowas? Testet es sehr, sehr gerne mal aus. Beziehungsweise lest euch das mal auf deren Internetseite durch. Ich finde nämlich auch die Fadendichte ja, der Produkte unglaublich wichtig. Das bedeutet nämlich auch, dass sie leicht und atmungsaktiv sind. Schaut es euch sehr, sehr gerne mal an. Vielleicht war das ja auch ein kleiner Tipp für euch. Oh mein Gott, ich freue mich so. Ich kann es gar nicht beschreiben, wie sehr ich mich freue. Vor allen Dingen eben auch, weil es aus Italien kommt. Ich bin ehrlich, und zwar aus Bergamo. Ja, bin sehr gespannt, wie wir da drin schlafen werden. Richtig klasse. Also es gibt ja nichts Schöneres als ein frisch bezogenes Bett mit toller Bettwäsche. Ja, vielleicht ist es ja auch ein kleiner Tipp für euch. Das Handtuch würde ich jetzt ungern aufmachen, weil ich es wie gesagt verschenken möchte. Das ist jetzt hier eben noch zu. Aber auch hier gibt es ganz viele verschiedene Farben und es gibt für Kinder, wie erwähnt, eben auch verschiedene Produkte, zum Beispiel ja so Kapuzenhandtücher oder so Ponchos. Also schaut es euch sehr, sehr gerne mal an. Ich packe das jetzt ganz schnell noch in die Wäsche, damit es dann noch trocknen kann, damit ich das Bett beziehen kann. Wenn ich nämlich zurückkomme aus Berlin, möchte ich mich schön in ein gemütliches Bett legen. So machen wir es. Haushalt ist jetzt soweit ready, Koffer ist gepackt, Liam ist auch schon bereit, freut sich riesig, vor allen Dingen eben auf die Zugfahrt. 5 Stunden haben wir vor uns, ich muss einmal mit ihm umsteigen, habe natürlich genug Spielzeug und was zum Lesen dabei und ich würde sagen, wir sehen uns dann in Berlin. Jetzt muss ich mich aber erstmal umziehen, ne? Was machst du drauf, Parmesan? Mmh. Wir haben hier einen Zwischenstopp bei Vapiano eingelegt. Wir sind gerade in Berlin angekommen und haben jetzt mega krass Hunger. Und der Liam isst Spaghetti Bolognese. Mmh. Und schmeckt es dir? Ja? Okay, super. Also dann Gas. Damit wir dann ins Hotel fahren, ne? Lecker. Tomate auch. Die Tomate gibst du mir? Okay, schön mir. Mhm. Dankeschön. Und wie findest du das Hotel? Gut? Okay, ja, dann bin ich ja zufrieden. Ich mach kurz meine Sachen. Ja, deine Stifte und dein, warte, dein Malblock. Warte, ich helfe dir. So. Und meine Knete. Deine Knete ist auch hier drin. Jawohl, sehr gut. Da ist deine Knete, schau. Perfekt. Okay. So, zeige ich euch noch hier das Bad. Voll komisch. Wollten gerade Hände waschen. Sei es auf der Seite, sei es auf der Seite. Komplett heißes Wasser. Wir verbrennen uns so die Hände. Ich muss da mal unten bei der Rezeption fragen, was da los ist. Boah, das ist auch noch heiß.
Ganz, ganz komisch. Habe ich auch noch nie erlebt, sowas. So, wartet. Da seht ihr mich. Wir haben uns noch ein bisschen Proviant gekauft. Kann ich euch zeigen. Wasser noch und Donuts. Und dann lassen wir es uns später gut gehen. Wir haben uns jetzt frisch gemacht. Eine kleine Runde. Wir gehen jetzt mal vor zum KDW. Soweit ich das gesehen habe, also auf meiner Karte, es ist direkt ums Eck. Ich sehe warm eingemummelt aus, ne? Bin ich aber nicht, wie man sehen kann. Es gibt ja bekanntlich kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung. Und ich habe definitiv zu wenig dabei oder das Falsche dabei mit dem Mantel, ne? Wo willst du da hingehen? Aber ich habe einen dicken Hoodie an. Aber draußen ist so arschkalt. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht erfriere. Also wir schauen jetzt einfach mal im KDW, was da los ist. Und dann ja, geht's in die Haie, denn morgen ist ja das Event. Okay, also let's go. Und da ist es, das Kaufhaus des Westens. Wir haben leider Pech. Es hat nämlich schon zu. Ja, so ist es, ne? Egal. Ist nicht schlimm. Wir laufen jetzt da mal eine Runde entlang. Da ist der Zoopalast und hier im Bikini Berlin war ich das letzte Mal zu einem Event. Wartet, ich hole euch mal ran. Jawohl, da. Da ist das Waldorf Astoria. Und da hinten dran in dem Hotel haben wir das letzte Mal geschlafen. Es war richtig schön. Jetzt könnt ihr es sehen. Oh, das war so toll. Haben meine Kinder total gefeiert das letzte Mal. Da waren ja 4 Kinder waren dabei. Ja. Muss gerade kurz überlegen. Ja, jetzt schauen wir hier mal noch ein bisschen weiter. Aber es ist so bitterkalt. Habe ich ja schon gesagt. Meine Finger sind tiefgefroren. Schauen wir mal, laufen wir so direkt wieder zurück zum Hotel. So eine Uhr möchte doch jeder zu Hause haben, oder? Ich stand jetzt erstmal ganz kurz davor, dachte mir, hä? Aber gut, es kann ja auch nur eine Uhr sein, logischerweise. Ne? Jetzt würde es ja nicht so pendeln. Und ja, es passt auch von der Uhrzeit. Richtig toll. So eine Idee muss man auch erstmal kommen. Guten Morgen. Nicht wundern, ich gehe nicht so raus. Ich habe hier noch einen Blazer. Wir sind jetzt gerade dabei, uns ready zu machen. Gestern gab es noch einen kleinen Zwischenfall. Augenringe des Grauens sind da. Die Nacht war richtig bescheiden. Aber jetzt muss ich mich beeilen, damit wir nicht zu spät kommen. Das ist übrigens mein Outfit. Und ich würde sagen, Gas. Denn es gibt nur ein Gas. Vollgas. Ach so, die Brille brauche ich noch. Moment. Jetzt wollte ich mich eigentlich gerade nochmal bei euch melden. Wo ist denn meine Brille? Moment. So, perfekt. Sonst sehe ich euch nicht. Der Liam durfte jetzt noch Conny schauen. Das war total witzig, weil die Folge um die Bahnfahrt ging. Mit ICE und so weiter. Das kennt er ja. Eben auch wegen der Herfahrt. Das war richtig spannend für ihn. Und das machen wir jetzt aus. Und dann geht's los zum Event. So, ich habe uns jetzt ein Uber bestellt. Mit dem sind wir dann zur Berliner Freiheit gefahren, also zur Event-Location hier am Brandenburger Tor vorbei. Oh mein Gott, ich liebe es. Wir wurden begrüßt hier mit einem leckeren Drink. Ich natürlich ohne Alkohol. Und hier die Gläser. Schaut mal bitte, wie schön die aussehen von Ritzenhof. Oh mein Gott, ich habe mich total verliebt. Und das Getränk war auch ultra lecker. Werde ich jetzt mal online schauen, dass ich mir das bestellen kann. Es war wirklich sehr, sehr lecker. Hier wurden wir auch noch verwöhnt mit leckeren Donuts. Zuckerschock war da. Die sehen wirklich fantastisch aus und waren auch sehr lecker. Hier seht ihr jetzt nochmal die Gläser. Ich habe 2 Stück mitbekommen in meiner Goodie Bag. Werde mir jetzt auch noch weitere kaufen für besondere Anlässe. Ich finde die einfach traumhaft schön. Schaut mal bitte. Also ganz, ganz toll, was ganz Besonderes. Und dann durfte ich noch am Glücksrad drehen. Allerdings habe ich nur ja, einen Trostpreis bekommen, was nicht schlimm war. Dann gab es noch bei Pepsi Dosenwerfen. Der Liam hatte unfassbar viel Spaß. Da hätten wir auch was gewinnen können. Aber ihr seht gleich, wie ich mich anstelle. Nämlich wie der letzte Honk. Hier, seht ihr das? Aber hey, der zweite war ganz okay. Aber wie gesagt, wir haben nichts gewonnen. Ansonsten war noch ein Stand von Vielmann da. Ich habe mir 2 verschiedene Brillen anprobiert. Ich schaue ja immer, ob ich noch eine passende Brille für mich finde. Das ist allerdings immer ein bisschen schwierig für mich. Sorry übrigens wegen dem Hochkantformat, aber meine Kamera hat plötzlich den Geist aufgegeben. Ich hätte ja auch mal das Handy schräg halten können. Ich habe ja kein Mützengesicht, das wisst ihr ja, ne? Aber die gefällt mir irgendwie voll gut. Bei Ernstings Family bin ich hier gerade. Sehr cool, die Sachen. Ja, und hier waren jetzt ein paar Neuigkeiten von Ernstings Family. Alles hier schön in den Pastelltönen.
Ich habe hier dann noch den Tisch von Ritzenhof abgefilmt. Das Geschirr gefällt mir auch super gut, wirklich. Das sieht einfach so, so toll und so edel aus. Und dann habe ich noch meinen Schatz Amelie getroffen, ganz kurz am Bahnhof. Sie hat uns zum Bahnhof gefahren von der Event Location. Wir haben uns jetzt hier noch verabschiedet. Wir waren ein paar Minuten zusammen. Es hat leider nicht mehr für einen Kaffee gereicht, weil dann unser Zug schon fuhr. Ja, hier sieht er mal, wie klein ich eigentlich bin oder wie groß die Amelie ist. Meine Lieben, wir sind schon wieder zu Hause, sorry wegen meiner Sonnenbrille, wir sind gerade schon wieder auf dem Sprung. Ich stelle euch mal kurz ab, Moment. So, ich bin schon wieder auf dem Sprung. Wir sind schon seit ein paar Tagen wieder aus Berlin zurück. Ich konnte mich nicht nochmal bei euch melden. Ich hoffe, dass euch die Eindrücke gefallen haben. Jetzt muss ich allerdings ganz schnell wieder los, denn wir gehen zum Faschingszug. Und ich habe mal mein Prinzessinnenkleid, welches ich getragen habe, zu Fasching, logischerweise, mal hochgeholt, weil mich interessiert hat, ob ich da noch reinpasse. Ich hatte jetzt keine Zeit, es nochmal anzuprobieren. Gott, das ist so schwer. Würde mich schon interessieren. Das war ja vor Liams Geburt. Ich weiß nicht, was meint ihr? Passe ich noch rein? Ja, zur Not könnte man das hier hinten natürlich relativ weit machen. Also, ne, so. Jedenfalls muss ich mich jetzt beeilen. Wir gehen auf den Faschingszug, der Liam und ich. Und dann schauen wir mal, ob ich jemals dieses Kleid, Kostüm nochmal tragen werde. Vielleicht zum Faschingszug, aber das ist definitiv ein bisschen zu übertrieben. Ne? Aber morgen laufen wir tatsächlich auch mit. Aber heute sind wir nur Zuschauer. Ja, okay, meine Lieben. Also ich verabschiede mich an dieser Stelle von euch. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat, dass ich euch wieder eine Runde mitgenommen habe. Und jetzt muss ich los. Der Liam ruft nämlich schon nach mir. Also, wünsche euch nur das Beste. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!